grüße euch. Willkommen. Muss heute nochmal so gehen. Wir waren in einer Sneak Preview und zu sehen gab es Daddy's Home, ein Vater zu viel mit Will Ferrell und Mark Wahlberg. Das ist so ein Film, wo der Trailer 1:1 auf den Punkt bringt, was von dem Film zu erwarten ist. Und man muss sich selber einfach nur die Frage stellen, kann ich über Will Ferrell lachen oder nicht? Ich selber kann es. Also ich bin jetzt kein riesen Fan von dem Mann, aber ich habe durchaus den einen oder anderen Film mit ihm gesehen, den ich okay fand. Aber ich habe auch zum Beispiel meine beste Freundin, die sagt, wenn sie den Mann sieht, kriegt sie das kalte Kotzen. Und das kann ich ihr auch nicht absprechen oder irgendwie widerlegen. Und deswegen, wenn man weiß, dass man den Mann nicht ab kann, braucht man sich den Film gar nicht erst anzutun. Und ansonsten kann man durchaus einen Blick riskieren, zumindest auf den Trailer, denn der legt wirklich 1:1 fest, was vom Film zu halten ist. Der Film geht um einen braven, spießigen Stiefvater, eben im Spiel von Will Ferrell. Da taucht dann der leibliche Vater der Kinder auf, der versucht, seine Familie zurückzuerobern. Das ist dann Mark Wahlberg als kerniges Macho-Paket. Und ab sofort liefern sich dann Spießer und Macho einen Kampf um die Liebe der Kinder, die dann mit ganz unterschiedlichen Mitteln arbeiten. Und ich hatte bei dem Trailer die Befürchtung, dass das Ganze in derben Slapstick ausartet, weil da so zwei Szenen sind, wo Will Ferrell mit einem Motorrad einmal durch ein Haus kracht und einmal in einer Hochspannungsleitung endet. Aber es sind die einzigen Szenen dieser Art. Und ansonsten läuft der Film dann doch so nach dem Schema ab. Also ich habe den Eindruck, das ist eine Komödie, die in den 80er Jahren geschrieben wurde, jetzt so ein bisschen an moderne Dinge angepasst wurde. Aber das hätte man so in den 80er Jahren mit Billy Crystal und sonst wie Michael Keaton oder so verfilmt. Letzten Endes ist das eben ein Film, es ist Durchschnittsmaterial und ich würde mal sagen, in 2 bis 3 Jahren, wenn es das Ding mal als Video on Demand oder so zum Abrufen gibt, kann man da problemlos draufklicken. Wenn man sich dafür jetzt extra auf ins Kino macht, verschwendet man eher seine Zeit. Und insgesamt, es ist kein grundlegend schlechter Film, aber es ist so unglaublich banales Material. Das Gemeine ist nur, dass in diesem Film, ich meine, er hat eine Lauflänge von 96 Minuten, dass sich an ganz verschiedenen Stellen ganz unvermittelt richtig gute Gags, meist verbaler Art, verstecken. Es ist nur so, dass es sich für die paar Lacher nicht lohnt, das ganze Ding zu gucken. Deswegen ist meine Empfehlung, den Film erstmal im Kino auszulassen, es später mal auf dem Heimkinosektor oder eben, wie gesagt, dann irgendwann Video on Demand oder sei es im Fernsehen, mal eine Chance zu geben. Aber dafür sich jetzt auf ins Kino zu machen, lohnt hinten und vorne nicht. Ich bin jetzt auch bei der Bewertung ein wenig im Zwiespalt, denn 2 von 5 Punkten ist zu schlecht. 3 von 5 Punkten, so gut ist er dann aber auch nicht. Ich stelle es einfach mal bewertungslos in den Raum, weil wie gesagt, es nützt nichts, dem Ganzen einen Stempel mit einer Bewertung drauf zu drücken. Und wenn man Will Ferrell nicht ab kann, dann ist es die Hölle auf Erden. Wie seht ihr das? Habt ihr die Vorschau gesehen? Interessiert euch dieser Film oder denkt ihr, das ist absolute Scheiße? Das würde ich gern wissen in den Kommentaren unter diesem Video. Ihr dürft mir gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo. Neuerdings habe ich jetzt auch eine Facebook-Seite, Brody1979. Wer sich da mal blicken lässt, freut mich ebenso. Ja, und nach diesem Werbetext, ja, sage ich mal alles Gute, alles Liebe und bis bald. Ciao!